Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Hardware-Video, und zwar diesmal von der Controller-Ladestation für Xbox-Controller von Lioncast. Seht ihr das? Ja, ich werde mal kurz die Kamera auf mich machen. Also ich kann euch jetzt nur die Hardware an sich präsentieren, zeigen und sagen, wie sie verarbeitet ist. Ein Hardware-Check wird es dazu nicht geben oder vorläufig nicht geben, da ich keinen Xbox-Controller habe, der dort reinpasst. Aber ich möchte unbedingt euch trotzdem zeigen, weil ich habe dieses für die PlayStation 4 im Dauereinsatz momentan, und ich muss sagen, es funktioniert tadellos, es funktioniert richtig geil. Ich brauche kein Rinstecken, Rinmachen irgendwo oder die Ladestation festhalten und ran oder so, oder ein Kabel hinten rin oder so. Ich brauche nur... Ich nehme den Controller und stelle ihn einfach oben rauf. Mehr brauche ich nicht machen. Und das ist das Geile an dieser Ladestation. Ihr braucht nichts stecken, nichts. Ihr macht hier einfach nur Strom ran und rauf und fertig. Und wie das aussieht, das zeige ich euch. Wir nehmen hier einfach jetzt mal den USB-Kabel. So. Den stecken wir hier einfach mal dort rein. Ach so, jetzt habe ich hier ja keinen Strom. Ach, habe ich wieder vergessen, Strom anzumachen. Das ist auch wieder typisch hier, ey. So. Jetzt ist der Strom an. Ja, ihr seht, hier im Hintergrund ist noch ein Paket, das kommt auch noch heute dran. Da ist Schönes drin, was ich mir gegönnt habe. Und warum habe ich es mir gegönnt? Für euch. So, und jetzt steckt praktisch der Strom hier drin. Kein Licht leuchtet, kein nix. Achso, hier leuchtet es erst, wenn man das dann logischerweise... Ja, gut. Also ein bisschen vorführen kann ich es euch. So, der Kabel ist jetzt eigentlich, ich würde sagen, hier fängt er an, bis hier rüber. Also das ist lang genug. Das Gute ist, er hat Strom. Das heißt, ihr könntet per USB an die Konsole machen. Ihr könnt aber, so wie ich habe es hinten bei mir neben der Couch stehen, also meine PlayStation 4 Ladestation, also für die PlayStation 4 Controller, habe ich neben der Couch stehen auf meinem Schrank, wo halt auch meine Triton-Box und so ist. Und da habe ich es per Strom. Weil, wenn ich auf der Couch sitze und mein Controller leer ist, ich will doch nicht bis hier rüber, da oben steht meine PlayStation, bis dahin laufen, da drin stecken in die Ladestation, dann latsche ich wieder zurück, nehme den Controller mit, der da vielleicht gerade ladet, latsche wieder zurück, um weiter zocken zu können. So habe ich das direkt neben der Couch. Ich brauche nur runtergreifen, mir den anderen Controller nehmen und den Controller rauflegen. Den leeren. Ich brauche nichts festhalten und rinstecken oder irgendwas dergleichen oder ein Kabel rinstecken, nichts. Ich brauche es nur rauflegen. Und wie das funktioniert, zeige ich euch mal hier. PlayStation 4 habe ich euch ja schon gezeigt. Wir haben hier unten diese goldenen Nippel. Also ein Hardware-Check wird es nicht wirklich. Ich zeige euch, wie es funktioniert, klar, aber... Und die Verarbeitung nehmen wir uns auch gleich noch weiter vor. Aber ich will euch das erstmal zeigen, damit ihr wisst, dass das auch funktioniert. Aber ich habe halt nichts, wo ich das dran stecken kann. Deswegen nehme ich die einzeln. So. Und na, ich muss dann halt gucken, dass ich dann nicht wackel. Ne? So, jetzt. Jetzt seht ihr, da leuchtet eine rote Lampe. Blau heißt, dass es... voll ist. Oder war blau leer? Ne, rot heißt, dass es ladet. Wenn es blau leuchtet, ist voll. Und jetzt passt mal auf, das ist oben die Leuchte. Jetzt mache ich hier. Und es leuchten beide. Es leuchten beide roten LEDs. Achso, das seht ihr wieder nicht. Ah, shit. Muss ich mal ranzoomen, dass ihr das seht.
Aber nicht zu weit ranzoomen, dass ihr das auch seht, was ich da mache. So, hier seht ihr praktisch, hier leuchtet eine LED. Jetzt müsst ihr aufpassen, gleich leuchtet die nächste. So, und zack, da leuchtet die nächste. Und die leuchten jetzt so lange, bis die Controller fertig sind, dann leuchten sie kurzzeitig blau und dann gehen sie, glaube ich, aus. Das steht alles in der Anleitung. Ich gucke da auf die Lichter, gucke ich schon, ehrlich gesagt, ja nicht mehr hin. Das ist ein geiles Gimmick. Ohne Licht wäre doof. Weil viele von euch stehen auf dieses Licht, die müssen in... Und jetzt runter, ist weg. Können wir auch gerne wieder raufmachen. So. Ich war früher auch so, dass ich auf dieses Licht sehr geachtet habe, dass wenn der Controller fertig geladen ist, dass ich ein Feedback von meiner Ladestation habe. Ey, Alter, ich bin voll, mach mal runter hier, wa? Ja, und das habe ich dann auch gemacht. Hier gucke ich eigentlich gar nicht hin, mit den neuen Controllern dürfte überladen, eigentlich dürfte nicht funktionieren. Ist halt geil, dass dieses Gimmick da unten existiert. Ja, also das finde ich gut. Für, wenn man weiter weg steht oder so, oder sitzt, hat man halt immer so dieses Licht und sieht, ah, jetzt, Mensch, ist umgesprungen, jetzt sehe ich's, oder Licht ist aus, ist voll. Kann ich euch auch sagen, hier steht drin, rote LED an, Controller change, LED off, achso, blau heißt Controller change, changing. Achso, hier. Auf der Seite steht es in Deutsch. Ich lese euch die englische Seite vor, wo ich mit Englisch so Probleme habe. Bei Linecast ist doch alles auch in Deutsch. Also, rote Leuchte leuchtet. Oben. Steht nicht da. Hinterer Controller, also wenn es hinten blau leuchtet, hinterer Controller wird geladen. Also blau wird, heißt, wird geladen. Obrige LED leuchtet nicht. Okay, ist nichts. Also wenn sie nicht leuchtet, ist nichts. Fertig mit Laden. Was leuchtet da? Ich habe meine Lesebrille ohne auf, ey. Ist aus. Also wenn er fertig ist mit Laden, ist er aus. Rot ist, dass die hintere was drauf steckt. Blau heißt, dass er am Laden ist, wird geladen und wenn es dann fertig geladen ist, ist alles aus, ist dunkel. Ja. Die Verarbeitung ist hier genau wie beim PlayStation 4 Controller, sieht so ein bisschen aus wie ein Darmschuh, ja, so schräg abfallend. Dadurch sind die halt verschieden hoch eingeordnet, die Controller, und geben halt eine gute Übersicht. Sieht auch echt cool aus, wenn die dann so hochkant hier drinnen stehen. Also bei meinem PlayStation 4 Controllern, weiß ich das, sieht richtig geil aus. Ich habe es auch getestet bei der PlayStation 4 mit diesen Gummihüllen, mit diesen Silikonhüllen, die es auch von Linecast gibt. Die gibt es auch für die Xbox 360 und Xbox One, so wie ich weiß. Da hat es bei der PlayStation 4, also bei der Ladestation funktioniert. Inwiefern es hier funktioniert, weiß ich nicht, weil ich weiß nicht, wie weit die Hülle da rumgeht und so, das kann ich euch leider nicht sagen. Ich habe keinen PlayStation 4 Controller, keinen Xbox One Controller zum Testen, geschweige denn so eine Silikonhülle. Aber bei, also ich denke mal, Linecast ist da sehr intelligent. Die machen wirklich intelligente Produkte. Und ich denke mal, da werden sie daran gedacht haben, dass sie dann das natürlich weglassen. Also dass sie da so machen, dass man dann trotzdem laden kann. Also das, davon geht man ganz stark aus. Ich finde auch, wenn ihr das mal guckt, so diesen Klavierlack. Ja, jetzt ist es ein bisschen betatscht durch meine Finger, aber hier matt, da Klavier, matt, Klavier, hier hinten auch alle Klavier. Also ich finde ja diese Zusammenspiel aus diesem Matten und diesem Klavierlack, fand ich ja schon immer geil und steht ja total drauf. Und selbst auf der Rückseite, wo es eigentlich kein Schwein sieht, Klavierlack. Also wenn das nicht geil ist. Also wenn das nicht geil ist. Ja, und hier zum sicheren Stand halt hier noch so eine kleine Verlängerung, dass er hier so ein bisschen, noch ein bisschen besser steht. Finde ich sehr schick. Finde ich sehr, sehr schick. Ja, und auch
viele die von euch, die meine Videos ja öfters gucken, wissen ja, dass ich auf diese Gimmicks stehe. Dass wenn ich einen Controller, Ladestation, USB-Kabel, irgendwas dergleichen habe von der Firma, möchte ich auch gerne auf dem dementsprechenden Kabel das Logo haben. Hier haben wir halt einmal oben das Logo von Linecast, das neue, das sah damals ein Stück anders aus. Und dort haben wir sogar den Schriftzug von Linecast. Seht ihr das hier? Mit dem kleinen Löwen da in der Mitte, das seht ihr mal. Ja. Also wenn das nicht geil aussieht, dann weiß ich auch nicht. Hier haben wir auf dem USB, haben wir nicht. Da steht dann halt nur USB, wo drin kommt. Muss ich mal so machen, dass ihr das vielleicht seht. Da haben wir leider nicht. Aber egal, wir haben es wenigstens da. Und das finde ich schön. Also das finde ich schön. Ich weiß nicht, warum ich darauf stehe, aber ich sag mal, wenn ich ein Qualitätsprodukt kaufe und dafür auch Geld ausgebe für ein Qualitätsprodukt, dann möchte ich das auch sehen, dass ich ein Qualitätsprodukt habe und möchte halt auch das Logo der Firma. Viele von euch ist sowas total uninteressant, ich weiß. Und viele von euch wollen am liebsten gar kein Logo drauf haben oder so. Obwohl, mit einigen habe ich ja schon geschrieben und die haben mir Feedback gegeben. Also da habt ihr gesagt zu mir, ja, ich achte auch drauf. Und wenn ich da denn, möchte ich da auch ein Logo drauf haben. Das weiß ich. Also von einigen weiß ich es ja, aber von vielen weiß ich auch, dass denen so Logo und so und was da wo ist, eigentlich relativ scheiß ja, das Hauptsache das Ding funktioniert. Und das funktioniert. Ich habe es euch gezeigt anhand dieser Teile, dass es funktioniert. Und die sind... Für die Unterseite vom Controller wird das irgendwie so rangebappt. Das steht hier auch in der Bedienungsanleitung, steht das drin, dass wir auf der Rückseite vom Controller, ich habe gedacht, das wird dicker. Nein, wir nehmen das Original raus und machen das rein. Der wird nicht dicker, der bleibt genauso dick, wie der Xbox One Controller ist. Und da seht ihr das. Könnt ihr das sehen, dass es da rausgemacht wird und dann halt drin gemacht wird und dann einfach nur gesteckt ist. Das ist gut. Also das finde ich gut, wenn er da nicht dick wird, sondern wenn es genau drauf ist, dann finde ich es gut. Aber sieht man ja auch, die Nippel sind ja auch ziemlich hier oben. Und wenn ich das dann so rin mache, in den Controller, dann ist das ja hier unten, dann ist das ja hier so bündig, ja, und dann geht es hier hoch. Ja, und dann ist das hier unten zum Laden. Ja, stimmt. Also ist nicht so wie bei dem alten Xbox-Controller, wo man dann so ein fettes Akku-Pack unten drin hat, so wie es aussieht. Ja? Nein, man ersetzt nur den Original-Akku mit diesem, klatscht den da rein und der hat auch keine Erhöhung, kein gar nichts. Also das ist für die Xbox One-Besitzer vielleicht sehr hilfreich. So, mehr kann ich mit euch da leider nicht machen. Ich habe keinen Xbox One-Controller hier. Mein bester Freund versucht und hört sich gerade um, dass ich irgendwie die Tage mal einen Xbox One Controller bekommen kann. Dass ich den hier rufmachen kann und euch das mal demonstrieren kann. Bis jetzt kann ich das leider nicht. Ich finde es schön, dass Linecast mir das mitgeschickt hat, um euch das zu zeigen. Ist echt klasse. Auch mal, dass man so sieht, dass es eigentlich genauso aussieht wie bei der PS4. Bloß, dass es hier gerade ist. Also relativ gerade. Wir haben hier so ein paar kleine Einbuchtungen. Und bei der PS4 haben wir halt einmal diesen Halbkreis und hier unten so relativ gerade. Müsst ihr euch mal das PlayStation 4 Video dazu angucken, zu der Ladestation von Linecast. Ich bin dann jetzt erstmal weg, ich verabschiede mich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen oben da. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.